Könnt ihr bitte mal zuhören? Ruhe bitte! Sag mal auf. Also Leute, natürlich geht der Teller auf meine Rechnung. Also Leute, wie ihr wisst, bekommen wir ab und zu Besuch von Ehemaligen. Oh Gott, die Opis kommen. Zu meiner Zeit war das ja alles noch ganz anders. Du, die Mädchen dürfen jetzt Hosen tragen in der Schule. Macht ihr denn auch so tolle Streiche wie wir? Meine Güte, die gute alte Schule. Alle Opis sind schon da. Besuch von Ehemaligen bekommen. Nun hat sich eine frühere Abiturklasse etwas Besonderes ausgedacht. Wie ihr wisst, oder auch nicht, hat jeder Schüler das Recht, nach 25 Jahren seine Abiturarbeiten zu sehen und seine allgemeinen Beurteilungen auch. Wenn ich hier weg bin, interessiert mich überhaupt nichts mehr. Eine Horde sentimentaler Rindviecher. Die frühere Klasse möchte ein Wochenende bei uns verbringen. Die sind ja mit total uns leben. So wie die Schule heute ist. Warum warnt die denn bloß niemand? Überall Nostalgie-Muftis. Kommt Onkel Lou auch? Und wer kocht denn die Diät für die alten Herren? Hilft nur auswandern. Die Damen und Herren kommen am Freitagabend und gehen am Sonntag nach dem gemeinsamen Kaffee trinken. Den Plan für die Tage hänge ich jetzt am schwarzen Brett aus. So. Und ich hoffe auf eure Hilfe. So etwas kann sehr nett sein. Danke. Ich hab Ahnung. Schlimme Ahnung. Elisabeth! Ich hab ein Lied für dich gemacht. Danke. Sei offen. Finde ich gut. Den Text werde ich wissen. Ich kann es dir mal vorspielen. Komm, los. Also gegen die beiden sind ja sogar Romeo und Julia Tatterkreise. Ich möchte noch mal verliebt sein. Tja. Oh Gott. Nein, das ist ja totale Idiotie. Also mit mir nicht. Da verbringe ich dieses bescheuerte Wochenende schon lieber im Wickelraum der Bahnhofsmission. Tu deine Sachen da an, Gabi. Gabriele, so viel Zeit muss sein. Jetzt lass los. Also bevor wir uns schlagen, ja? Wir können nichts dafür, dass ihr hier rein müsst. Wir wollten es auch nicht, also machen wir das Beste draus, ja? Ja, ja. Ist die nicht gut? Mhm. Dann leg dich doch hin. Ach, ich kann mich doch nicht hier mitten ins Zimmer legen. Dann leg dich doch auf mein Bett. Vielleicht brauchst du eine Wand zum Festhalten. Alles voll. Ja. Ach, du liebe Zeit. Oh Gott, die Nummer 7. Jetzt fehlt uns auch noch ein Bett. Hier ist bloß eine Hängematte. Rein. Ja, rein. Tag. Na, jetzt dreh ich ja Jans durch. Nein, was will er denn mit seinen bunten Höschen? Jetzt kann ich endlich meine Tante verstehen. Warum? Wollt ihr die auch rausziehen? Nee, aber die träumt heute noch von ihrer Flucht aus Ostpreußen. Ja. Na, wo kann denn der müde Punker sein Haupt hinbetten? Zwischen Wanne und Topf war es noch ein Korb. Hey, du mach dich mal nicht so breit hier. Am Sonntag ziehst du doch sowieso aus, oder? Hast du hier was zu sagen? Ja. Mach keinen Scheiß, alter Penner! Oh, der Kleine regt sich auf. Sag dich noch mal kleiner zu mir, wenn du am Wochenende ohne blaue Flecken rumlaufen willst. Oh. Killer macht Mops! Oh, eine Schweine! King Kong! King Kong! Hey! Habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Kekse gibt's in der Keksfabrik. Hokus Pokus, sag mal, kennst du das Campy? Logo! Dann zaubern sofort den Luxus-Suite, Herr Bandalli! Ach, so weit bin ich erst in einem Jahr. Liebe ehemalige Schüler, liebe Schüler, ich heiße Sie in unserer Schule herzlich willkommen. Wir haben, wie ich glaube, für Sie und für uns für das kommende Wochenende ein recht buntes Programm vorbereitet. Und ich hoffe, dass Ihnen allen die Tage das bringen werden, was Sie sich davon erhoffen. Vollbart in Erinnerung. Ob die mal jung waren? Man müsste noch mal 16 sein. Wir haben für Sie einen kleinen Service vorbereitet. Einige unserer Schüler werden sich um Sie kümmern. Das übrige Programm entnehmen Sie bitte dem Aushang am schwarzen Brett.
wie das schon immer war. Reizend, wie Sie das alles vorbereitet haben. Vielen Dank. Das waren aber auch die Kinder. Meine Güte, hier sind wir wirklich mal jung gewesen. Ja, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich hier freiwillig hier wieder zurückkomme, nie hätte ich gesagt. Na ja, stellen wir mal die Uhren zurück. Ja. Wenn Sie sich bitte einen Augenblick gedulden würden. Darin üben wir uns ständig. Für mich bitte keine Extrawurst. Bitte. Ich betreue die Gruppe 1 der Damen. Gruppe 2. Gruppe 2, ja. Frau Elvira Salz. Ja. Frau Andrea Merten. Hier. Frau Margarete Reimer. Hier. Und Schwester Ruth Bertha. Ja. Und ich kümmere mich um die Gruppe 2 der Herren. Herr Horst Beerhammer. Ja. Herr Dr. Peter Schlotter. Ja, ja. Herr Heinrich Heumann. Der ist hier. Und Herr Olaf Krüger. Ja. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Und die Damen bitte auch. Ja. Schauen wir mal. Ich betreue die Gruppe 1 der Damen, Frau Gerda Niesner und Frau Dr. Winterberg. Ja, ich habe hier die dritte Gruppe der Männer. Das ist Herr Dr. Kurt Schmieder, ja. Herr Hans Dreiser, Herr Dr. Walter Ponzen und Herr Johannes Seibel. Und Sie bitte kommen. Mann, oh Mann, ist das vielleicht eine Truppe? Ja. Ach, ich bleib gleich hier. Ach, wenn... Würdest du bitte, ich meine, in so einem dunklen Raum? Ich würde gerne am Fenster liegen. Aber selbstverständlich, Elfchen. Elfchen, du bist immer noch so schön wie damals. Ach, was habe ich gebetet. Lieber Gott, lass mich so schön werden wie Elvira. Aber wie du siehst, werden nicht alle Gebete erhört. Kommt rein, Kinder, auf den Flur zieht's. Na, na, macht's schon. Guten Abend. Guten Abend. Ich dachte, wenn es einen Ball gibt oder einen Tanzabend. Gibt's einen Tanzabend? Hm, weiß ich nicht. Naja, wir tanzen ja mal, wenn wir Lust dazu haben. Das traue ich mich heute noch nicht. Horst da, Olaf hier. Heini, du schläfst in der Ecke und ich schlaf da drüben. Na, mein Junge, wo ist denn hier der Schlafsaal der großen Mädchen? Hat sich was verändert? Ich sag's auch nicht weiter, ihr Wort. Der Schrank ist fast leer, bitte. Schon gut, schon gut. Und schön an die Schulordnung halten. Strikte Nachtruhe ab 22 Uhr. Wascht euch die Füße, Zähne putzen nicht vergessen. Und die Hände über die Bettdecke. Der liebe Gott sieht alles. Wir haben damals tolle Streiche angestellt. Heini, weißt du noch? Die Sache mit der Nadel und dem Faden am Fenster. Immer bzz, bzz, kling, kling. Der alte Strauch wäre bald verrückt geworden. Gibt's den miesen Steißtrommler eigentlich noch? Blöde Frage. Der war doch damals schon kurz vorm Abnippeln. Du bist immer noch derselbe Kotzbrocken wie früher. Das bist du. Nein, stell dir vor. Und das hast du alles aufgehoben. Was ist noch? Darf ich mal sehen? Klar. Guck mal mit rein. Weißt du, eigentlich sollte das ja ein Feinkostgeschäft werden. Aber es hat dann nur für Obst und Gemüse gereicht. Auf den Wochenmärkten am Bodensee. Nur sei mal nicht zu bescheiden, Andrea. Du hast doch ein ganzes Imperium von Obstständen. Es gab doch da diesen Bericht, erinnerst du dich nicht? Die Apfelkönigin vom Bodensee. Und ich habe das auch noch selber verteilt als Handzettel. Naja, Reklame ist alles. Und Ihre Familie? Die floriert lange nicht so gut wie meine Geschäfte. Mein Mann und die Söhne. Naja, aber geschieden bin ich nicht. Also ich finde die Idee prima. Zurück in die Jugendzeit. Ist schon schön, wenn man alt wird, ne? Nein, das ist es nicht. Wenn du die richtige Einstellung dazu findest. Naja, ich meine, so 40 Jahre. Naja, die alte Schule. Vor 25 Jahren Abitur. Okay. Ja, da hat man schon einen ganzen Sack voll Erinnerungen. Aber damit wollen wir euch nicht langweilen.
Abendessen gibt's in der Halle. Kaltes Buffet. Ich glaube, in der Küche rotieren sie schon ganz schön. Sag das nochmal, du Flegel! Okay. Sowas wie Sie kann man doch vergessen. Peter, zieh doch deine Maschen in deinem Laden ab. Hier sind sie fehl am Platz. Spiel dich doch nicht so auf, du Versager! Ich hab schon immer gewusst, dass aus dir nichts wird. Dreimal zum Studium angesetzt. Sozialwissenschaften. Zu der Zeit hatte ich schon mein erstes Staatsexamen in der Tasche, mein Lieber. Und Gertrud, wie lächerlich hast du dich mit Gertrud gemacht. Der kleine Heumann mit dem Riesenweib. Du konntest nur eines, provozieren und negativ sein. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Verteidige dich doch mal. Wir möchten, dass Sie gehen. Muss mal wieder unheimlich auf den Putz kloppen. Hm? Wieso ich? Der Herr hat sich doch genommen wie die Axt im Walde. Der Herr ist bei uns zu Gast und im normalen Leben nicht ganz ohne Einfluss. Aha. Wird es dir sehr schwer fallen, dich bei ihm zu entschuldigen? Nein, wenn Herr Schlotter sich bei Herrn Heumann entschuldigt. Komplizierter geht's wohl nicht, was? Naja, warum soll ich mich bei dem Arsch entschuldigen? Der hat sich doch benommen wie die Sau im Sumpf. Aus Taktik. Das ganze Fest platzt, wenn wir keine Lösung finden. Das ist doch nicht mein Problem. Benny, bitte. Nein, Herr Werner, wenn man es objektiv betrachtet, gibt es Tatbestände. Wir wissen ja, dass du recht hast. Und warum soll ich mich dann entschuldigen? Mein Gott, geht es da nicht in deinen Kopf rein? Nee. Wir reden noch mal drüber, ja? Darf ich jetzt gehen? Aber bleib im Haus, falls wir dich noch mal brauchen. Wenn es nach mir geht, der Benny muss sich nicht entschuldigen. Ich habe Elfchen, komm. Nimm noch einen Schluck. Wie man sich doch irren kann. Ich habe immer geglaubt, dass der alte Weidhauer was gegen mich hat. Ach was. Du, seine Beurteilung zum Abitur. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht so verstanden. Siehst du? Entschuldigt, aber hier ist eine ausgesprochen miese Stimmung. Hier was? Am Tisch? Nein, nicht bei uns, bei den Schülern. Mhm. Heute Morgen beim Frühstück konnte man die Luft schon schneiden. Und jetzt machen die alle im Bogen um uns, als hätten wir die Pest. Die gehen eben ihrer Wege. Irrtum, die gehen uns aus dem Weg. Mhm. Irmgard! Hallo Irmgard, hast du einen Augenblick Zeit? Sie hat dich nicht gehört. Und ob die mich gehört hat? Nichts ist, wie es ist, bevor ich mich davon überzeugt habe. Lernt man das beim lieben Gott? Für den lieben Gott. Ich bin gleich wieder da. Hast du schon Zucker? Nee. Ein Stückchen da. So, die Sahne, meine Damen. Oh. Ich danke. Hallo? Ich wollte nicht stören. Keiner da? Wir wundern uns auch schon. Aber ihr wisst nichts. Nein, soll denn was sein? Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Eine total verbiesterte Stimmung, wie vor einem großen Krach. Vielleicht ist es wegen Benny. Was hat Benny denn getan? Er hat einen von den Frühgreisen gesagt, dass er sich verpissen soll. Entschuldigung. Und hat er sich? Der denkt gar nicht dran. Und Benny soll sich bei ihm entschuldigen. Wofür? Na, das weiß man nicht so genau. Also aus Benny ist jedenfalls kein Wort rauszubekommen. Das spricht für Benny. Aber es wäre sehr schade, wenn unser ganzer Plan ins Wasser fiele. Wir haben uns nämlich sehr auf dieses Wochenende gefreut. Ihr seid doch schließlich auch dabei, euch Erinnerungen zu verschaffen. Und eines Tages seid ihr froh, dass ihr sie habt.
Heinrich, darf ich es wagen, wohin des Wegs? Ich gehe. Warum? Wegen mir soll es keinen Krach geben. Ach, hat es wegen dir Krach gegeben? Na, nicht so schlimm. Der Junge hat sich eben sehr aufgeregt. Worüber? Du kennst doch Peter Schlotter. Ja, so gut, dass ich den Widerling bis gestern vollkommen vergessen hatte. Tschüss. Bärbel. Hey! Hey, Barbaribab, hey, Barbaribab. Bitte bleib. Lauf wenigstens einmal nicht weg, wenn es Schwierigkeiten gibt. Mich vermisst keiner. Doch, ich. Danke. Aber ich gehe trotzdem. Nein, du bleibst. Warum denn? Die Welt strotzt von Typen wie Peter Schlotter, die immer recht haben. Oder glauben, dass sie recht haben. Diesmal nicht. Du, wegen mir lohnt sich kein Streit. Och, ich bin schon wegen ganz anderer Dinge aus der Haut gefahren. Da kommt's auf einmal mehr oder weniger auch nicht an. Kann man hier Lärm schlagen? Kann man die ganze Bande zusammentrommeln? Oh, man kann die Pausenklingel auf Alarm machen, aber das ist... Na, worauf wartest du noch? Schlagalarm. Das ist die einzige Möglichkeit, um das Klassentreffen noch zu retten. Na, los. Hoppa! Du glaubst du denn wirklich, dass das richtig ist? Ja, das glaube ich. Was soll denn das, Boris? Na, ich habe nichts damit zu tun, aber ich musste den Knopf drücken. Und wer hat gesagt, dass Sie den Knopf drücken sollen? Schwester Ruth Bertha. Und warum bitte? Ich nicht. Peter Schlotter. 10 Jahre bin ich mit dir zur Schule gegangen. 10 Jahre habe ich mich zusammengerissen. Das sind schon mal 10 Jahre zu viel. Denn du bist ein so schlimmer Finger, ein so böser Typ, dass wir früher alle einen Bogen um dich gemacht haben. Den Heini Heumann hast du geplagt und geschunden. Und das willst du jetzt wieder so machen. Irrtum. Für einen Heumann gebe ich 10 von deiner Sorte gebündelt. Der hat wenigstens noch nachgedacht. Aber wir falschen 50er haben so getan, als wären wir deiner Meinung. Nur um keine Schwierigkeiten mit dir zu bekommen. Dieser Versager ist für mich kein Maßstab. Aber für mich. Du nennst es Lebensuntüchtigkeit. Ich nenne es Lebensqualität. Die ureigene, konkurrenzlose Lebensqualität des Heini Heumann. So, und jetzt zu einem Jungen namens Benny. Wo ist denn dieser Benny? Hier. Er wird sich natürlich nicht bei dir entschuldigen. Doch, ich entschuldige mich bei Ihnen. Aber wenn ich alt bin, möchte ich nicht so sein wie Sie. Du Rotzlöffel! Gehen Sie jetzt alle bitte wieder auf Ihre Zimmer, ja? Der Junge weiß nicht, was er sagt. Und man sollte es nicht so ernst nehmen. Sie können ruhig bleiben. Kümmer dich um deinen eigenen Dreck. Ja, gut, sicherlich. Rauch ruhig weiter.
Danke, Benny. Ich kann entsetzlich hochmütig und rechthaberisch sein. Und ich liebe es geradezu, mich in alles und überall einzumischen. Aber du hast mich zur Ordnung gerufen. Ach, Benny, ich sag's dir gleich. Blamiert hast du mich. Blamiert bis auf die Knochen. Ich, alte Krawallente, gehe unerbittlich auf Kollisionskurs. Und was machst du? Du entschuldigst dich. Na, endlich geht einmal der Richtige. Aber etwas hochmütig bist du auch. Aber es war eine Freude zu sehen, wie du dich entschuldigt und ihm gleichzeitig moralisch in den Hintern getreten hast. Aus dir wird bestimmt mal was. Aber kein Peter Schlotter, wenn ich bitten darf. Tschüss. Tschüss. Zum Arbeiten dürfen wir herkommen, wa? Ihr kommt ja auch sonst. Aber immer mit einem schlechten Gewissen. Ach Gott, ach Gott. Zum Schluss waren die Alten doch noch ganz nett. Aber wie kann man nur so drauf versessen sein, was früher war? Ich verstehe es nicht. Na, so viel haben die nicht mehr vor sich. Ich muss bedenken, 40 Jahre ist schon über die Hälfte des Lebens. Zumindest statistisch. Also diese Ruth Bertha, ein irrer Typ. Die hat was. Also ehrlich, wenn die keine Nonne wäre. Hey, geht doch mal alle bitte weg. Komm, Elisabeth, helf mal mit, Tommy. Lass deinen geliebten Boris ruhig warten. Komm, helf uns lieber. Geht doch mal an. Geh mal durch, geh mal vorbei hier. Lass ihn mal durch. Ja, bitteschön. Klar. So, los, anheben. Okay. Ich hab's gleich an. Ich möchte ja nicht wissen, was wir sind, wenn wir nach 25 Jahren hierher zurückkehren. Na, ehemalige, was denn sonst?